Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Folge von dem Minecraft Hypixel Skyblock Alpha oder Beta Test von dem Dungeons Update, was rauskommt. Wir haben nochmal, also das letzte war anscheinend nur das Tutorial Dungeon Stage 2 gemacht. Und Stage 2 war das höchste, was man bisher spielen konnte. Und da geht es auch nochmal extrem heiß her. Dauert auch ziemlich lange, wie ihr an der Videolänge erkennen könnt, aber die Mobs haben es in sich. Was da abgeht, seht ihr jetzt in diesem Video. Deswegen, let's go. So Leute, nachdem wir die Tutorial Stage bereits schon abgeschlossen haben, probieren wir es mal in einem neuen Dungeon. Ich würde mal sagen, ich will keinen Archer. Ich würde gerne eigentlich mal auf Tank gehen oder so. Oder was ist denn Berserk? Throwing Axe, Ragnarok, Class Passives. Ja, komm, hier den Damage Dealer. Machen wir mal hier den Berserker. Irgendwie war Archer ziemlich doof. Ich nehme mal den Berserker, eine passive Blutlust. Ich kann eine Axt werfen und ja, Strength Potion, Ghost Axe. Man hat sogar Ghost Abilities. Ich weiß gar nicht, was man für eine Geister-Ability hat. So, naja, aber jedenfalls hier startet es jetzt. Cool, dann geht runter. Wir wollen mal die nächste Stage zu machen. Okay. Dann gucken wir mal. Let's go. Legen wir mal los. Ich sollte jetzt ein bisschen mehr im Nahkampf, glaube ich, aushalten, würde ich sagen. Naja, nicht ganz. Regeneration 3 habe ich. Und. So. Ja, gut, kloppen wir uns einfach mal durch hier. Das Schwert ein bisschen Damage machen. Also 9k pro Hit ist ja schon mal ganz okay. Und dann kloppt man sich hier durch. Ja, gucken, dass man nicht drauf geht. Immer schön den Orb noch dazu packen, damit man sich gut voll heilt. Und dann noch mein Ding hier diesen Stuff of Restoration. Ja, ich fühle mich hier schon mal besser als Archer eben. Soll ich mich die ganze Zeit durchkloppen. Wir können auf die Karte gucken. Wir haben oben gerade ganz frisch gestartet. Soweit so gut. Irgendwas schießt auch von da oben runter. Na gut, ne? Ich weiß gar nicht, was meine... Warte mal, Throwing Axe? Habe ich meine Spezialfähigkeit? Ich glaube, ich habe eine Axt geworfen gerade. Ja, einigermaßen getroffen. Okay, jetzt ist er runtergefallen. Jetzt können wir doch hier... Down, 11k Damage. Ja, soweit so gut. Können wir die Reaper Axe irgendwie nutzen? Ich habe bisher noch nie eine Reaper Axe genutzt, ne? Use Desecration. Der restliche Effekt, da kommen die Zombies raus, oder wie, ne? Ja. Battle man sich hier ganz gut durch aktuell gerade. Man muss halt irgendwie eine Richtung kennen, wo es lang geht. Vielleicht mal kurz Orpin. So, und hier gibt es, es sieht aber echt gut aus, so Schwerter, die hier dranhängen und alles mögliche. Ist ja an sich ganz nice. Haben uns wieder voll, sehr schön. Gehen wir irgendwo hier lang. Hier hinten ist schon der erste lang gelaufen. So. Wenn man Mobs klatscht, kann man Desecration nutzen, hat jetzt Zombies, die... Okay, ich habe noch nie eine Reaper Axe vorher genutzt, ne? Oder Reapers, nicht Axe, Reaper Scythe. So, dann geht's hier durch. Hier liegt auch ein Superboom TNT, das lag einfach so random rum, alles klar. Ups, und das sieht nach einem Puzzleraum aus. Oh ja, wenigstens mal ein Puzzleraum, finde ich gut. So, lass mal kurz gucken. Hier gibt es... Was gibt es hier denn? Hier unten gibt es, hier ist eine Kiste drin versteckt. Es gibt Rätselräume, ja. So. Ich muss das unten entsperren, okay. Das heißt, kann man beliebig viel jetzt hier drücken oder so? Hier oben ist was angezeigt auf jeden Fall. In einem Superboom wird das wahrscheinlich nicht gehen. Wo sind wir denn da überhaupt? Man kommt irgendwie runter, ja. Oh lol, ah, weil da Wasser runterfließen soll, ne? Soll da Wasser runterfließen, irgendwas? Nein, denn die Schalter. Muss halt jetzt erstmal rauskriegen, was die Schalter machen. Sehr schön. Ich sehe aber oben noch gar nicht, dass Wasser losfließt, ne? So, das geht da irgendwie oben runter. Ja, Wasser fließt da runter, zur Seite, dann da runter. Irgendwie, also es fließt schon, gibt noch Leute, immer noch Schalter gedrückt. So, dann geht's hier rum. Irgendwie hier in grün fließt es rein. Und jetzt ist, jetzt ist hier grün weggeschwemmt worden. Habe ich das richtig gesehen? Und jetzt muss blau durchgeschwemmt werden, Anführungszeichen. Also muss irgendwie das Wasser von da oben hier durchgeleitet werden, sodass das über, oder hier in die Mitte reinfließt. Ja, jetzt muss eigentlich, ja. Siehst du das hier runter? Jetzt kommt hier wieder, okay, jetzt ist blau zerstört. Und jetzt muss man einmal orange machen, dass das Wasser einmal ganz nach links fließt und... Ja, okay, anscheinend haben es mal Leute schon gemacht, weil so schnell habe ich noch gar nicht überlegt, wie das funktionieren soll. Der Grün muss noch auf, oder? Ja, Emerald hätte gerade noch gedrückt werden müssen. Genau, jetzt.
Jetzt geht's ins Orange rein. So, jetzt kann man. Jetzt ist aber Blau wieder da. Jetzt ist da, jetzt ist Lila da. Ja, moin. Jetzt muss wieder ein lila Eimer rein. Und jetzt haben wir die Kiste. Und da ist was drin. Blessing of Life. Hat jetzt einem HP gegeben. Kriegt man die permanent dazu und 15 Lebensregeneration. Okay, also ein kleiner. Es ist kein Item, was man kriegt. Es ist nur ein kleiner Bonus, den man kriegt. Okay, gut zu wissen. So, dann geht's wieder raus. Und das war jetzt wieder Rätsel. Ich find gut das Rätsel. Es ist so gut, das Rätsel. Es ist aber nicht nur stumpfes Kloppen. Ja, nicht nur stumpfes Kloppen. Sehr gut. So, dann müssen wir mal kurz gucken. Ragnarok is ready to use. Ich muss mal kurz gucken, was bringt das denn? Ragnarok gedrückt. Used Ragnarok. Was passiert dann jetzt hier? Habe ich irgendwelche anderen Effekte noch am Start? No idea. Sind das hier irgendwelche Mobs? Nee. Ah, lol, das sind die vom Spieler, die Teile, die einem helfen beim Battle. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ne? Wir sind jetzt hier hinten in diesem Raum drin. Die Karte ist übrigens das letzte Mal auch stehen geblieben, interessanterweise. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie wieder zurück hier, wenn das geht. Komm mal. Wie kommen wir zurück? Ich glaube, hier die Treppe allerdings hoch. Genau. Irgendwie so. Nee. Hier verläufst du dich doch drin in dem Ding. Hier verläufst du dich sowas von drin. Du hast gar keinen Überblick. So, hier irgendwie entlang, hier entlang. Genau, dann hier wieder hoch. Hier sind wir hergekommen. So. Und hier gibt es jetzt wieder... Muss ja nicht mit dem S-Mail auf die End kloppen, sondern... Kann man erst mit The Dragons, da ist auch ein Prisoner drin, der festhängt, ja läuft. Alles klar, aber es sieht ultra geil aus. Vor allem, wenn es auch random generiert ist und sowas, ne? Ah, ich wurde runtergeworfen. Hilfe! Hier ist ein Superboom-TNT, was ich gefunden habe. Ich bin runtergefallen, aber ich kann hier hinten wieder hochkommen. Sehr gut. Komm mal durch. Meine Fähigkeit wäre auch und dann auch wieder ready. Kommt irgendwie durch? Glaub nicht. Bone open the Wither Door. Was ist denn eine Wither Door? Hier hinten. Oh Leute, da ist ein Wither Skull drin. So, jetzt kann ich aber hier Ragnarok usen, glaube ich. Ja. Hauen wir raus. Ich hau noch einen Radiant Orb hier rein. Muss ja ein bisschen was aushalten. Ups. Geht zwar ganz gut her. Ich bin sogar aufgestiegen bei Taming. Das liegt aber nur daran, weil wir hier einen neuen Account haben, wo ich noch Level 0 hatte. Also Combat XP, die ich jetzt sammle, geht dann hier in die Skills rein. Naja, soweit so gut. Ah, genau, ich muss ja erst was killen, bevor ich da was sammeln kann. Genau. Overflux Orb sorgt schon mal ganz gut dafür. Hier hinten ist, glaube ich, noch was. Er hat 43k Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, ich mache einfach nur so 40 Damage oder sowas. So enttäuschend wenig irgendwie. Kann ich gerade nicht einschätzen. Dann haben wir auch wieder einen Zombie am Start. Oh, hier unten wäre was, ne? Ich weiß nicht, ob wir da runterhüpfen sollten. Okay, er ist unten, da hüpfe ich mit runter. Sind jetzt beide hier drin. Ups. Oh, heilen, ja. Ich bin hier allein, wir sind gar nicht in der Gruppe zusammen gewesen. Ups. Der ist weg. So, der Overflux steht noch da, perfekt. So, sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier ist auch noch ein Zombie. Down. Hier ist ein Minion. Das ist ein Dia-Minion oder was, was hier chillt. Alles klar. Hier unten ist ja noch versteckt gewesen. Hier war was drin. Nee. Gehen wir wieder hoch. Ja, und dann... Oh. Was hat... Der hat es übelst runtergehauen. Lost Adventure hat einen Dragon's Breath geused. Der hat 288 Kaliben. Ich glaube, wir haben die anderen ein bisschen lost. Ja, irgendwie... Ja, haben uns ein bisschen getrennt hier. Ups. Ey, der Lost Adventurer, der killt einen. Und zwar ziemlich gut. Ich bin kurz ein bisschen weggelatscht. Ja, dann hier oben ist noch ein Skelett und was. Ich habe das Gefühl, ich mache keinen Damage einfach. Mal so ein 200er Hit oder irgendwie sowas. Man wird von allein wiederbelebt, glaube ich, Yoshi. Och. Wenn man stirbt. Es dürfen nur nicht alle sterben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe einfach noch gar nicht hier die ganze Geschichte. Ja, das ist voll groß. Oh, hier vorne ist auch weitere Maus. Da war doch auch noch das Boss-Viech und alles Mögliche. Ja, hier unten dieser Lost Adventurer. Ich habe das Gefühl, dass... Naja, gut, jetzt... Ich dachte, die macht 9k Damage oder so. So, okay. Orb rein. Heilung rein. Ja. Ich denke den gerade so halb.
Der hat einfach 288k Leben. Ist aber nicht der End... Oh, ich muss mal ganz kurz raus. Lowlife. Ups. Jetzt habe ich hier die Ragnarok-Fähigkeit rausgeholt. Sehr gut. Komm schon, Lost Adventurer. Mach hier mal. Ich würde ja gerne mal hier den Ordner mal setzen. Komm, den kriegen wir. Die kleinen Viecher machen den down. Intense Battle. Da fehlt ja nicht mehr viel. Ne, 170k hat er noch. Der hat immer noch wahnsinnig viel Leben. What the actual? Oh, jetzt bin ich aber gerade ziemlich low. Da muss ich mal ganz kurz hier hoch. Ja, super Speedrun. Also, man sieht sich ja hier hinten. Okay, die sind hier rübergekommen. Den ersten haben wir schon am Start. So, dann wieder Full Life. Das kann ich wieder übernehmen, theoretisch. Ja, genau, dann fall mal runter hier, Lost Adventurer. Aber das ist, die Mobs, die switchen auch so ein bisschen mit der Aggro, das ist ganz nice. Das heißt, der hat sich nicht auf dich festgefressen, das ist schon mal ganz gut. Hau ich wieder die Ranglauer-Fähigkeit drauf, 100... Oh, jetzt kriegt er mal aufs Maul, sehr gut. 120k Leben noch. Also wenn man den geklatscht hat, gibt es auf jeden Fall was. Das sah aus wie so ein Vorwächter vom Bossraum oder so. Ja. Ja, die laufen einfach so schnell. Du siehst gar nicht, was hier abgeht. Warte mal, der hat sich voll geheilt gerade. Der ist wieder auf 150 hoch. Wir kriegen ihn gar nicht down, oder wie? So. Den kriegst du ja gar nicht down. Wollen wir uns mal alle auf den hier draufstürzen? Ja. Hallo. So, ich tank ihn wieder ein bisschen. Ja. Und ihr müsst bedenken, wir haben auch den Overflux-Orb und alles drin, ne? Kriegen wir den? So, ja, ich kann wieder meine Fähigkeiten machen. Jetzt noch 78k, komm schon, kriegen wir den Daumen, bevor er sich wieder verliert. Oh, ich bin gerade auch ziemlich low. Hier sind Undead Skeleton außen. Kann ich mit der Reaper Scythe das vielleicht... Ja, ich bin down. Ah, hier wird man auch nicht nach der Zeit wiederbelebt, sondern man muss wieder... Ja, okay, hier ist das nicht so. Auch eine interessante Geschichte. Ja. Oh, warte, ich verliere gerade Leben. Nee, ich hab... nee, wir haben was dazu gekriegt, okay. Und das Skelett hier... Oh, lol, die Mobs, die laden ihre Leben auf, wenn man nicht, die killt. Okay. Und zum Beleben... Brauchen wir nicht zum Beleben ein Item? Brauchen wir dafür nicht ein Item? Jetzt steht aber, dass man wiederbelebt. Okay, gut. Wie gesagt, wir kennen es ja noch überhaupt gar nicht aus. What the actual... Ja. Und hier in dem Raum ist hier irgendwas drin? Noch? Weil hier war das Vieh drin. Okay, entweder Rive Zone oder Healer. Okay, der Healer kann wiederbeleben. Das ist aber auch eine nette Sache. Schön, aber hier gab es jetzt nichts mehr weiter drin. Okay. Ja, dann können wir weiter. Dann müssen wir mal zurück. Gibt es noch ein paar andere Räume, wo Fragezeichen ist? Hier unten ist halt ein großer, in Anführungszeichen. Ich glaube, wir müssen hier vorne links runter. Ja, hier unten geht's ab. Ja, wo sind die denn alle? Ja. Oh, da ist schon wieder einer. Aber gut, der ist nicht mehr so strong. Der heißt auch Lost Adventurer, aber... Ja, man kann die manchmal gar nicht von Spielern unterscheiden, muss ich aber auch sagen. Ups. Ja, ich weiß noch nicht, was ich am besten angreifen sollte. Reaper Scythe oder... Was anderem? Na, kann man mal machen, ne? Ist halt irgendwie schwierig, sich da durchzukloppen. Was ist mit dem Dude? Schon wieder so ein Lost Adventure einfach. Und Leute, das hier ist gerade mal das Dungeon auf Level 1. Also das nicht das Tutorial-Dungeon, sondern das erste richtige Dungeon. Und wir struggeln ja schon so ein kleines bisschen. Und wir haben alle Full Superior und alles mögliche drauf.
Pikmin ist am besten. Ja, hatte ich, glaube ich, mal irgendwo gesehen gehabt, aber habe es nicht genauer gefokust. Ich habe mal ganz kurz in den Stream auch von einem anderen Streamer schon mal reingeschaut und so wie es aussieht, Mann, man kommt durcheinander, wo der Gegner überhaupt gerade ist. Der hatte das anscheinend auch. Aber hatte ich gar nicht mal gesehen bei den, beim Shop. Muss ich ein bisschen genauer gucken. Ist schon wieder einer. Kriegst ja nicht down. Okay, so einer ist down gegangen anscheinend. Was sind das für Dudes hier? Ich sehe auch mal nicht, ob das... Hier geht's, glaube ich, jetzt weiter. Ja. Kann man eigentlich Items droppen oder irgendwie sowas, wenn man hier drin ist? Aus Versehen irgendwie sein... Doch, kann man. In der letzten Folge gab es einen Potion. So, dann wäre hier ein Raum drin gewesen. Hier geht's auch wieder nach oben, ne? Ja, hier wird's nach oben gehen. Genau. Ach du Heilige. Kommst du doch nicht durch, im Leben nicht. Okay, jetzt habe ich einen eigenen Zombie hier am Start noch drin. Ein Soul Eater, der die ganze Zeit hier durchsniped. Aus dem Inventar ziehen geht, okay. Ich kann nicht einschätzen, ob was nützt mit dem Bogen. 700 Schaden oder sowas macht der. 700. Und wenn ich mit dem Schwert nehme, komme ich auf 12.000. Bogen ist ja mal richtig useless. Aber dennoch braucht man immer einen Archer, oder was? Weil macht halt Sinn von der Balance her, schätze ich, ne? Der Reaper Scythe macht hier an dem 9,3k. Und hier hinten 5 oder 6. Okay. Hier sind auch mal neue Zombies. Also im Zweifel, es ist schon mal gut, dass die nicht wieder respawnen, vor allen Dingen auch, ne? Stell mir vor, die Mobs würden respawnen. Das wäre absolut übelst nervig. Ups. Da hatte ich gerade ein bisschen was aufs... Na gut, Bogen ist halt gut, um die ein bisschen fernzuhalten, ne? Okay, ich glaube, das war gerade die Rapid-Fire-Fähigkeit. Ja, Bogen ist weak. Ich habe auch keinen Unterschied gemerkt von der Archer-Klasse mit Bogen oder wenn ich jetzt hier Soldier bin mit Bogen. Das sind tatsächlich nur die Fähigkeiten, glaube ich, die man usen kann, die Spezialfähigkeiten dann, ne? Dann geht's hier wieder runter, theoretisch. Da vorne ist nochmal ein Spieler, wo wir waren. Ja, ein Skelett. Und hier wird's weitergehen. Oh, hier geht's nochmal runter. Ah ja, Orb plus Staff. Aber ohne Overflux bist du recht sowas von aufgeschmissen hier. Ich hätte gedacht, dass es auch noch einfachere Dungeons gibt, aber das Einfachste musst du ja mit 5 Leuten und Superior machen. Und die Frage ist halt, ob es jetzt nach Schwierigkeitsstufe angepasst ist. Also wenn 5 Leute in einem Team sind, dass das Dungeon dann auch schwerer ist. Oder ob es immer gleich schwer ist, dass du auch mit 2 theoretisch rein darfst, aber 5 bräuchtest du halt, um überhaupt durchzukommen. Das ist die Frage. So, hier gibt es erstmal nichts weiteres, glaube ich, ne? Nee. Sieht erstmal gut aus. Ich habe eine Smart Heavy... Oh, ich habe einen Dungeon Drop bekommen. Smart Heavy Legs. Ich habe auch Training Weights bekommen. The longer you hold this in your inventory, the stronger you become for 2 minutes after removing it from your inventory. 9 Minuten habe ich schon im Inventar drin. Ich habe auch einen Machine Gun Bow gekriegt. Und Heavy Skeleton Grunt Leggings. Oh, jetzt gibt es aber doch ein paar Drops hier. Ich hab 4 Drops gekriegt. Loot, die sind teilweise sogar lila gewesen. Geil. Und man hat auch Leben Neues dazu bekommen, sage ich jetzt mal. Ne? Ich bin bei fast 2k AP. Ein paar andere sind auch schon über 2k. Interesting. So. Dann gucken wir mal, wo es Trip... Lol. Hier gibt's eine Tripwire Trap. Hier gibt's Fallen. Wenn man drüber läuft, kriegt man Damage. Lol. Okay, also da haben sie sich echt ein bisschen was Gedanken gemacht. Nette Geschichte. Hier ist doch Superboom TNT, oder? Warte mal, hier. Superboom TNT. Ich habe eine Wither Door geöffnet. Hallo? Das sah doch gerade nach einer
gibt auch Diffuser für die Fallen. Okay. Ja gut, muss mal dann gucken, je nachdem, wie krass die Falle ist, wenn es da Unterschiede gibt. So, hier gibt es anscheinend noch einen Raum, da geht's rein. Ach du Heilige. Es dauert aber auch eine ganze Weile, bis man hier durch so einen Dungeon mal durch ist, ne? Okay. Mach mal weg. Ein Soldier-Ding. Mach mal weg. Oh, ja, ja, ja. Da wird ganz gut ein Dreadlord. Okay, der ist schon mal weg. Hier ist noch so ein Wither-Schuss-Dings. Superboom, TNT gedroppt. Ein Wither-Key habe ich gedroppt. Ein Wither-Key. Ist das ein Item? Ne, ist kein Item. Aber steht, picked up a Wither-Key. Okay, der Key ist jetzt in meinem Scoreboard oben angezeigt, tatsächlich. Oh, und hier kann man wieder sich hier wiederbeleben und so, ne? Wenn man an die Dinger rankommt. Wollen wir uns hier mal ein paar von den Teilen holen? Hier, diesen. So, dann habe ich hier einen Key bekommen zum Wiederbeleben oder so. Gibt es eigentlich beliebig viele? Da. Ein Zombie dahinter. Ja, ich habe jetzt einen Revive-Stone wieder eingesammelt. Aber hier gibt es ja voll viele davon, oder? War nicht noch mehr? Da oben ist dann noch eine. Noch ein Revive-Stone? Jetzt habe ich zwei Revive-Stones. Gut, die muss man dann wahrscheinlich sich schnappen und aufteilen, ne? Dass jeder entsprechend welche hat. Komm schon runter, Fee. Komm runter. Will nicht. Jetzt. Drei Revive-Stone. Läuft. Ja, guten Backpack immer dabei für das Looten. Sowas ist schon ganz nett. So, jetzt habe ich meine kleinen Baby-Zombies wieder ausgepackt. Ups, runtergefallen. Passiert. Ja, ohne den Orb hier kannst du auch vergessen, ne? Aber den Orb werden wir dann in der Praxis nicht haben. Ups. Down ist er. Kann ich mal wieder hier hoch? Ich gehe mal wieder raus hier. Ups. Ups, ups, ups. Der ist ein bisschen strong, ist er? Hier ist ein Abenteurer, der irgendwie ein Schwert festdenkt. Alles klar. Und lass mich raten. Hier ist wieder... Wir haben keinen Schlüssel dafür. Okay, wir müssen erst einen Schlüssel finden, damit wir da durchkommen. Und das sieht aber aus wie... Ist das der Bossraum? Jo, der kickt mich aber gut weg hier. Der Dreadlord ist weg. Wir brauchen erst einen Key, damit wir da irgendwie was machen können. Oh mein Gott. Kurz einen Orb rausgeholt hier. Ich bin gleich down. Hab's noch gerade überlebt. Okay, man hat den Key. Alex hat den Key. Ja, dann würde ich sagen, sammeln wir uns da gleich alle. Hier hinten war noch irgendein Vieh. Crypt Lurker. Zwischenzeit haben wir was Neues gedroppt. Ne, Enchanted Rotten Flash, aber ansonsten nichts. So, wie kommen wir denn hoch? Hier die Treppe wieder hoch, genau. Dann einmal rüber jumpen. Ja, dann lassen wir ja alle treffen oder so, damit wir da reinkommen. Ich habe das Gefühl, dass die Karte nicht so gut update. Aber hey, Moment, wir haben alle Räume. Sehr geil. Oder fast alle. Ja, doch, ist der Bossraum. The Watcher, oder? Ne, noch nicht. Vorbossraum. So, und der testet jetzt, ob wir wieder stark genug sind, ne? Klassiker. Ich glaube, man kann auch keinen Schaden an dem machen, sonst. Ja, jetzt kommt da so ein Guardian rausgeflubbert. Jetzt kommt hier so ein anderes Vieh durch. Na, ich soll doch mal hier einen Orb setzen und Heilung reinpfeifen. Ein Leech haben wir hier drin. Und am Ende müssen wir mal gucken. Also hier gab es dann wahrscheinlich eher Loot, weil es kein Tutorial-Ding war. Ah ja, ich bin gleich down. Warte, warte, kann ich... Ich bin auch schon wieder down. Ah, ich werde automatisch wiederbelebt. So. Aber ich habe mich selbst wiederbelebt, weil ich diesen Stein hatte, okay. Aber ey, was ist das hier denn? Ich bin schon wieder tot. So viele Mobs. Das ist der Vorbossraum. Der eigentliche Bossraum ist dahinter. Was habe ich denn? Eine Strength Potion habe ich hier.
Alter, ich kann Strength Potions werfen. Warte mal, hier tot, tot, tot. Und hier oben, einer hängt hier oben drauf. Kann man irgendwo hochhüpfen? Also ich kann einen Strength Potion werfen anscheinend, wenn ich tot bin. Hound. Hört doch gleich wieder ein Ghost Axe, was auch immer das jetzt genau macht. Kann ich irgendwie hochhüpfen? Ich bin mal ganz kurz hier hochgehüpft. Uff. Naja, die Mobs, wenn die keiner killt, summieren die sich halt, ne? Wenn man die in der entsprechenden Zeit nicht down kriegt. Ups, Orb rein. Staff rein. Ja. Ja, ist mal wieder down. Ist mal einfach wieder down. Ja. Ich weiß nicht, was das Hound macht, tatsächlich. Oder was die Ghost Axe macht. Kann man. Ich kann hier keinen Schaden machen als Ghost Axe, ne? Okay. Zu viele Fragen offen, die ich noch nicht irgendwie erklären, lösen kann. So. Das wird wiederbelebt ein paar Sekunden, aber liegt das an den Keys, die ich habe? Ne, ich habe schon alle Keys aufgebraucht. Läuft. Na gut, als Archer macht das schon Sinn, wenn man irgendwo oben steht, ne? Ich mache mit dem Bogen einfach mal 90 Damage oder so. Okay, warte mal, wie sieht's denn aus? Habe ich eigentlich meine Trankeffekte noch? Nein, die Trankeffekte sind weg. Aber ich habe doch eigentlich gar keine Fähigkeit, ich kann doch gar nichts jetzt unten machen. Oder? Also wenn ich jetzt runtergehe, bin ich einfach wieder tot, schätze ich. Was soll ich denn hier groß machen? Meine wandernde Seele ist ebenfalls da unten. Die verliert. Nee, ist auch ein Feind von mir. Genau, wenn man als Geist hochfliegt, dann wird man auch dort wiederbelebt. Das ist die Sache. Aber ich mache einfach keinen Schaden an denen da unten, ne? Einfach zero damage, sozusagen. Ups. Ja, keine Ahnung. Ich würde am liebsten einfach mal runter an die unten was probieren, weil. Ganz ehrlich, was. Ja, ne? Ich habe gedacht, ich kann die rauslocken, so Stück für Stück. 40 Sekunden wird man wiederbelebt werden. Ja. Das ist der Vorraum zum Boss, Leute. Man kann das TNT nutzen. Macht das auch Damage? Ich habe das Gefühl, man macht keinen Schaden, ne? Was auch immer das Hound-Ding macht. Ich habe das Gefühl, man kommt hier echt kaum weg und sowas. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Bossraum hier raus und mache mich mal hier vorne breit. So, und jetzt logge ich einfach Stück für Stück die Viecher aus dem Ding hier raus. Hier so ein Kannibale. Ich krieg mal 500 Schaden. So, der ist down. Dann die nächsten. Hier ein so ein Ding, so eine Wandering Soul. Whatever. Das ist hier einfach ein Kurzhaut hier. Ja, die killen einen einfach. Die killen, das sind einfach zwei Viecher, die einen wegkillen. Das sind einfach zwei Viecher, die kloppen dich weg und gut ist. Da passiert nichts. So. Ja, jetzt ist clear. Sehr gut. Aber war das jetzt der Boss oder was war das? Nee. Das war noch nicht der Boss. Oder? Haben wir da ganz kurz auf Blue noch? Ah, ups. Ja, Boss kommt. Hey. Das war nicht der Boss. Das ist der Boss.
Ja, jetzt haut er erstmal ab. Können wir ihn schon hauen? Ich glaube ja. Der rennt jetzt hier im Kreis. Hat 200 Kal Leben. Er rennt einfach hinter dem her. Der rennt durch und beschwört die ganze irgendwelche Viecher. Ich komme gar nicht so schnell daher. Ja, okay, der frisst aber ganz gut gerade. Der frisst, wo ist er denn? Der läuft auch rum, damit man schön aus dem Orb rausläuft, ne? Ja. Einfach einen Bogen schießen oder so. Ja, hier werden ziemlich viele Viecher beschworen, ziemlich viele kleine Viecher. Ja. Jetzt bin ich tatsächlich gestorben. Alles klar. Looks like you killed me. Alles klar. Checkmate. Na, er kann sich wiederbeleben und wird viel stärker. Sehr gut. Das heißt, wir haben ihn nicht besiegt. Er wiederbelebt sich einfach von alleine. Sehr gut. Einfach run, run, run. Ich bin auch gleich wiederbelebt. Jetzt müssen wir den nochmal klatschen, oder was? Das wäre ja auch zu einfach, oder wie? Alles klar. Ups, yo, und der teilt aber wieder übelst aus. Ja. Ja, ich bin auch tot. Da kannst du ja kaum weglaufen. Ja, denkst du halt nicht, ne? Willst du einen Ballon haben? Dauert halt mal ewig, bis man wieder... Ja, der hat aber auch schon wieder ein bisschen Leben verloren. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, gleich ist er Half-Life. 6 Sekunden. Hä, ich bin wiederbelebt worden und bin fast tot. Ich wurde wiederbelebt und habe genau 2 Sekunden gelebt, dann war ich wieder tot. Sheet. Das ist natürlich so eine Sache. Jo, ich habe das Gefühl, ich bin mehr Spectator als sonst was. Aber das halt mit Superior-Rüstung. Überleg mal, du musst ja normalerweise auch irgendwie erstmal das ganze Equipment reinkommen und dich OP machen, alles Mögliche. Ja gut, aber jetzt ist er schätzungsweise gleich down. Ja, dann ist er down. So, kann er sich jetzt nochmal wiederbeleben? But my masters are a lot stronger. Ja, genau, okay. Das war's anscheinend. Skyblock. B. Skill 44, Explore 59, Speed, Dings, Bonus 1, alles klar. Gibt's jetzt auch hier wieder die Karre. Ey, Leute, was das für ein Ding ist. Oh, jetzt gibt's hier Truhen und sowas. Kann man sich nehmen. Rewards are not available during Alpha Testing. Okay, also hier gibt's eine Belohnung, aber kann ich jetzt nicht nehmen. Es gibt einige Sachen, die wurden gedroppt während dem ganzen Run. So eine Smart Heavy Leggings, Training Weights. Ja gut, und Strength Gain 1. Ja genau, und wenn ich das jetzt ausziehe, dann gibt es ordentlich Strength. Für 2 Minuten. Theoretisch können wir es ja so machen, man chillt einfach in dem Dungeon Ewigkeiten. Und einfach so 24 Stunden im Dungeon, dann zieht man es aus und kriegt einfach übelst viel drauf. Naja. Okay, ja, soweit so gut. Und dann verlässt man das Ding. Das war nur zum Testen und man ist raus. Okay, also Belohnung gibt es nicht. Das war so im Groben das, was uns zukommen wird. Beziehungsweise noch vieles mehr. Das war jetzt nur das allererste Dungeon, was ich jetzt so an sich schon schwer fand. Wenn wir mal ganz kurz hier zu dem reingucken. Das war das Tutorial am Anfang. Und das haben wir eben gemacht mit dem Bonzo. Und dann gibt es ja noch hier
nächste Stärke, das war ein Tiny, das war ein kleines, oh, Mikro gehauen, das war ein Tiny Dungeon, was wir gemacht haben. Dann gibt es jetzt hier einen, kleines, dann gibt es noch ein mittleres und ein großes und da ist man ja Ewigkeiten drin. Holy Mauli. So viel erstmal dazu, war auch ein übelst langes Video gerade, wie lange genau die Folge ging. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wie es weitergeht, geht's, seht ihr in einem anderen Part. Bis dann, das Krachen und ciao, ciao.